Journalismus geben wird, mit besonderer Berücksichtigung von Neurodaten, Datenschutz und Bioprivatheit, wenn ich es richtig erinnere. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. So, im Rahmen dieses Vortrags werde ich primär sozusagen auf 12 Punkte eingehen, meiner eigenen Vorstellung eines schwachen nietzscheanischen Transhumanismus. Hierbei ist aber zu beachten, dass diese Vorstellung nicht unbedingt die einzige Vorstellung ist des Transhumanismus, die sozusagen weit verbreitet ist, die intensiv diskutiert wird. Vielleicht zunächst einmal noch ein paar einführende Kommentare zum Transhumanismus, der vielleicht für diejenigen, die auch den Begriff noch nie gehört haben oder noch nicht so viel damit anfangen können. Transhumanismus klingt erstmal auch nach einer ganz gefährlichen Idee, nach einer gefährlichen Vorstellung. Was letztendlich damit gemeint ist, ist die Vorstellung, dass man Techniken im Allgemeinen werden bejaht, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Mensch sich weiterentwickeln kann. Also dass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass so etwas entstehen kann wie der Posthumane. Das ist so ein gemeinsamer Kern von dem, was die verschiedenen Transhumanisten gemein haben. Dasjenige, worin der Posthumane jedoch besteht, da gibt es große Unterschiede in den verschiedenen Einschätzungen. Eine Vorstellung, die gerade so im Silicon Valley weit verbreitet ist, die Vorstellung, dass der Posthumane eine heruntergeladene Persönlichkeit darstellt, dass man es einmal schaffen würde, sozusagen das Mind-Uploading realisiert werden könnte. Man spricht ja in dem Zusammenhang kurzweilig auch von der Singularität und dass man so etwas vielleicht innerhalb von den nächsten 30 Jahren realisieren könnte. Das ist sozusagen ein Silizium-basierter Transhumanismus. Eine andere Vorstellung des Transhumanismus ist eher so eine kohlenstoffbasierte Form des Transhumanismus, wie sie auch eher in den traditionelleren Vorstellungen der älteren Transhumanisten weit verbreitet waren. Diese Vorstellung geht davon aus, dass der Posthumane einfach eine weiterentwickelte Form des Menschen ist, dass er vielleicht so eine neue Art repräsentieren wird. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass der Posthumane immer noch zur menschlichen Spezies gehört, aber bereits eine Fähigkeit besitzt, die über die Fähigkeiten hinausgeht, die gegenwärtige Menschen besitzen. Also das ist sozusagen ein kleiner Einblick davon, worin der Transhumanismus besteht. Und dass es da so ganz unterschiedliche Konzeptionen gibt, wer der Posthumane ist, wie der Posthumane klassifiziert wird. Vielleicht auch noch ein kurzer Abriss der Geschichte des Transhumanismus. Der Begriff wurde ursprünglich auch von Julian Huxley geprägt, also von dem Bruder von Aldous Huxley. Er hat seine Vorstellung ursprünglich als evolutionärer Humanismus gekennzeichnet, hat sie dann aber in einem Buch von 1957, das hieß New Bottles for New Wine, als Transhumanism bezeichnet. Das war sozusagen der ursprüngliche Geburt des Transhumanismus. Später in den 80er, Ende der 80er Jahren, in den 90er Jahren sind dann Denker aufgekommen, wie FM 2030, Max Mohr, die haben eher eine moderne Variante des Transhumanismus geprägt. Und in den letzten 15 Jahren ist es einfach zu einer intensiv diskutierten philosophischen Grundhaltung geworden, die gerade auch in den Debatten, den bioethischen Debatten in der englischsprachigen Welt mittlerweile sogar diskussionsbeherrschend ist. Das liegt natürlich auch daran, dass führende Transhumanisten etwa an der Oxford University oder an Yale University unterrichten und damit natürlich in den zahlreichen Debatten angesiedelt sind, die mittlerweile die Diskussion in Bereichen, insbesondere in Bereichen der Enhancement-Forschung mitbestimmen oder sogar führend sind. Enhancement, Verbesserung, das ist sozusagen natürlich eines der zentralen Schlagworte für den Transhumanismus, also es geht um die Verbesserung, Modifikation hin der Überwindung des Menschen. Damit natürlich sind auch viele, gerade wenn man von Genetic Enhancement spricht, was eine Möglichkeit ist, wird gerade im deutschsprachigen Kontext ist natürlich wieder sehr gefährlich mit dem eugenischen Gedankengut und deswegen reagiert man auch generell auf politischer Ebene, insbesondere in Deutschland, auf diese Ideen mit großer Vorsicht und großer Sensibilität.
Es geht aber auch um so etwas wie Cyborg-Enhancement, wie Etablierung von Mensch-Maschine-Schnittstellen. Es geht um pharmakologisches Enhancement, also gerade die Gabe von Ritalin und Modafinil. Es geht um morphologisches Enhancement, die Frage einfach Schönheitsoperationen, Verbesserung der Stärke, auch der Abwehrkräfte. Bereits Impfungen sind ja auch eine Form von Enhancement. Und die Frage ist natürlich auch, was diese Zielsetzung ist letzten Endes. Gibt es da bestimmte Eigenschaften, die besonders gefördert werden sollen oder sozusagen eine große Pluralität von Eigenschaften? Und jetzt im folgenden Talk werde ich sozusagen auf 12 zentrale Punkte verweisen, für die meine Form eines schwachen Form des Transhumanismus stehen. So, wie der Transhumanismus, so fasst auch Nietzsche den Mensch als ein sich ständig selbst transzendierendes Wesen auf, der eine Brücke zwischen Tier und Übermensch darstellt. Wobei durchaus einige Parallelen zwischen Nietzsches Übermensch und dem Posthuman der Transhumanisten festgestellt werden können. Ebenso bestehen durchaus auch Parallelen zwischen Nietzsches höheren Menschen und den Transhumanen der Transhumanisten. Eine zentrale Voraussetzung der Möglichkeit derartiger nietzscheanischer und transhumanistischer Reflexion ist das zugrunde liegende Menschenbild, das sich kategorial von dem gegenwärtig auf rechtlicher Ebene noch vorherrschenden unterscheidet. Hierauf bin ich schon detailliert in auch größeren Büchern bei der WBG, ist eine Monographie von mir erschienen, eingegangen, wo gerade deutlich gemacht wird, dass es einfach auch insbesondere in Deutschland, in vielen anderen Ländern immer noch ein Menschenbild vorherrschend ist, das stark vom christlichen Denken, christlichen kantischen Denken geprägt ist, wo aber eine enorm starke Spannung zu dem gegenwärtig vorherrschenden Denken besteht. Also man geht immer noch davon aus, und das ist auch auf gesetzlicher Ebene noch gültig, dass nur der Mensch eine Sonderstellung, eine kategoriale Sonderstellung in der Welt einnimmt. Dass nur der Mensch sozusagen, er hat diese Sonderstellung und Würde, weil er eine immaterielle Seele besitzt und alle anderen Menschen, Tiere, Pflanzen, Gegenstände, die gehören in die Welt der Dinge. Und das ist etwas, eine Einschätzung, die auf gesetzlicher Ebene noch gültig ist und wo viele heutzutage sagen, sind wir nicht von den Tieren vielleicht nicht doch so nur graduell unterschieden? Tatsächlich gibt es diese besondere herausgebende Rolle. Sollte so eine Einschätzung nicht auch auf gesetzlicher Ebene mit berücksichtigt werden? Und gerade in den beiden, in der erwähnten Publikation habe ich eben deutlich gemacht, dass die rechtliche Ebene und eben vielen anderen Ländern auch dieses kategorial dualistische Menschenbild vorhanden ist, das auf einem christlichen und kantischen Erbe besteht. Also Tiere werden nicht mehr als Sachen aufgefasst, sollen jedoch rechtlich noch immer wie Sachen behandelt werden. Die Eigenschaft der Würde kommt ausschließlich Menschen zu. Diese in der gesetzgebende Ebene prävalierende Einschätzung ist glücklicherweise eine, die gegenwärtig von vielen Menschen nicht mehr geteilt wird und die unter anderem aus diesem Grund keine im Rahmen der Verfassung mehr verpflichtende sein sollte. Hiermit plädiere ich also für eine neue Bescheidenheit des Menschen, gemäß der sich der Mensch nicht mehr als die alleinige Krönung der Schöpfung ansieht, sondern anerkennt, dass er sich höchstens graduell von anderen Lebewesen unterscheidet. Auf rechtlicher Ebene mag es angemessen erscheinen, ontologische Fragestellungen, eine Festlegung auf eine bestimmte Anthropologie zu vermeiden und stattdessen verstärkt direkt auf Werte und Normen einzugehen. Diesbezüglich mag es auch hilfreich sein zu betonen, dass die Ablehnung der kategorialen Sonderstellung nicht impliziert, dass hiermit notwendigerweise die Möglichkeit von Sonderstellung hinsichtlich spezieller Eigenschaften abgelehnt wird. Also Menschen mögen bezüglich der Fähigkeit, eine der vielen menschlichen Sprachen zu erlernen, eine Sonderstellung haben. Südamerikanische Vampirfledermäuse mögen hinsichtlich der Fähigkeit, sich als einzige Säugetiere alleine von Blut ernähren zu können, ebenso eine Sonderstellung besitzen. Wobei sie sogar in der Lage sind, das Blut aufgrund sich in ihren Nasen befindlichen Infrarotsensoren aufspüren zu können. Entscheidend für die hier angeführte Argumentation ist alleine die Auflösung der kategorialen ontologischen Sonderstellung des Menschen. Die impliziert, dass sich die natürlichen Lebewesen allein graduell voneinander unterscheiden. Hiermit geht etwa die Einschätzung einher, dass es unplausibel ist, dass der Mensch aus einer immateriellen Seele und einem materiellen Leib besteht. Wie eine solche Einschätzung
in einem liberal-demokratischen Staat jedoch auf rechtlicher Ebene berücksichtigt werden sollte, ist eine offene Frage. Dass sie relevant ist, ist meiner Ansicht nach jedoch unstrittig, da sie eine weit verbreitete Ansicht repräsentiert. Wie sie in Deutschland berücksichtigt werden kann, hängt von der Einschätzung ab, welche Relevanz religiöse Weltanschauungen innerhalb der deutschen Verfassung besitzen. Dass religiösen Perspektiven im Rahmen des Grundgesetzes eine besondere Berücksichtigung zukommt, wird aufgrund der folgenden Worte deutlich, die sich am Anfang der Präambel des Grundgesetzes befinden. Hier steht: im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Also welche rechtliche Relevanz diese Sätze haben, ist aber eine separate Frage. Es besteht die Möglichkeit, dass sie auf eine Sonderstellung des Christentums verweisen. Es könnte ebenso sein, dass sie impliziert, dass allen religiösen Weltanschauungen proportional zu ihrer gesellschaftlichen Verankerung eine besondere Berücksichtigung zukommen sollte. Dass jedoch naturalistisches oder evolutionäres Denken auf dieser Basis eine rechtlich gleichwertige Ansicht repräsentiert, scheint fragwürdig zu sein. Ob eine solche Präambel jedoch im Einklang mit liberalen, pluralistischen Demokratieverständnissen steht, kann ebenso bezweifelt werden. Höchstwahrscheinlich kann nur der Laizismus ohne größere Spannung eine angemessene Berücksichtigung von Liberalismus, Pluralismus und Demokratie garantieren. Um eine solche Auffassung in Deutschland jedoch gesetzlich zu etablieren, müssten größere gesetzliche Revisionen durchgeführt werden. Der zweite Punkt: die Ablehnung des Instrumentalisierungsverbotes. Mit der Revision der gegenwärtig vorherrschenden Menschenbildes geht doch ebenso einher, dass ein weiteres kantisches christliches Erbe revidiert werden sollte. Das auf Kant zurückgehende Instrumentalisierungsverbot hat noch immer wichtige praktische Implikationen. So wurde in den Urteilen vom Abschussverbot von entführten Flugzeugen bzw. dem Verbot von Peepshows explizit auf dieses Verbot verwiesen. Interessant für die thematisierte Reflexion in diesem Kontext ist, dass die Kategorie diese substanzdualistische Unterscheidung von Sachen und Personen, also Personen sind Menschen mit Würde, eine Voraussetzung der Anwendung dieses Verbots ist. Das Verbot fordert Personen nicht ausschließlich als Mittel zu gebrauchen. Nur Sachen dürfen ausschließlich als Mittel gebraucht werden. Dass jedoch die kategoriale Unterscheidung von Personen und Sachen eine aufzulösende ist, beziehungsweise eine ontologische Einschätzung aus der Gesetzgebung verdrängt werden sollte, dann müsste auch das Instrumentalisierungsverbot revidiert werden. Auch gerade im Rahmen um die Debatten um Präimplantationsdiagnostik spielt das Instrumentalisierungsverbot eine ganz zentrale Rolle. Als dritte Option ist die Frage nach der Selektion nach In-vitro-Fertilisation, nach künstlichen Befruchtungen und nach Präimplantationsdiagnostik, dass es eine moralisch legitime Option ist. Gerade in den letzten Jahren wurde die Präimplantationsdiagnostik in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Aufgrund des sehr rigiden deutschen Embryonenschutzgesetzes ist die PID durch Blastomerenbiopsie noch immer verboten, da hierbei totipotente Zellen, also Zellen, aus denen ein ganzer Mensch werden kann, untersucht und daher zerstört werden. Ausschließlich per Blastozystenbiopsie, bei der nur Trophoblasten untersucht werden, also Zellen, die in der Plazenta angesiedelt sind, kann unter sehr speziellen Voraussetzungen angewandt werden, nämlich dann, wenn für ein Kind ein hohes Risiko gegeben ist, eine schwere Form von Behinderung vererbt zu bekommen. Diese gesetzliche Regelung ist eine moralisch höchst fragwürdige. Insbesondere dann, wenn berücksichtigt wird, dass ein Argument gegen die PID darauf beruht, dass durch diesen Prozess die Förderung der Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung unterstützt wird. Die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung scheint mir aber gerade durch die gegenwärtige Gesetzgebung eher gefördert zu werden, als dies im Falle einer liberaleren Regelung der PID der Fall wäre. Schließlich besagt die gegenwärtig gültige Regelung, dass ein eigentlich gesetzlich verbotener Prozess, also die Untersuchung und anschließende Selektion einer befruchteten Eizelle, er darf durchgeführt werden, wenn dadurch die Geburt eines Menschen mit einer starken Behinderung verhindert werden kann. Und aus diesem Grund legt diese Gesetzgebung nahe, dass die Eigenschaft der Behinderung so schrecklich ist, dass hierfür sogar eine ansonsten
ausnahmslos anzuwendende Regel ausgesetzt wird. Jedoch also nicht nur aus einer moralisch problematischen Stigmatisierung spricht gegen diese Gesetzgebung, auch eine andere philosophische Überlegung legt eine andere Handhabung dieser Fragestellung nahe. Wenn wir nämlich eine strukturanaloge Prozesse auch moralisch analog bewerten, was meiner Meinung nach philosophisch angemessen wäre, dann sollte man die Selektion von befruchteten Eizellen sowohl nach Blastomer als auch nach Blastozystenbiopsie erlauben, da diese Prozesse als analog der Partnerwahl zu Fortpflanzungszwecken angesehen werden können. In beiden Fällen bildet ihr eine bestimmte Anzahl von genetischen Veränderungen Möglichkeiten unseres Nachwachses. In beiden Fällen ist es nicht der Fall, dass der eigene Nachwuchs dann dadurch genetisch determiniert wird, da genetische Veränderungen stets auch durch epigenetische Prozesse während der weiteren Entwicklung geschehen werden. Eine moralische Ungleichbehandlung dieser beiden Prozesse erachte ich für moralisch recht problematisch. Dass durch eine Gleichbehandlung der beiden angesprochenen Prozesse auch die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung vorgebeugt werden kann, unterstreicht die von mir vorgeschlagene Lösung dieser Fragestellung. Genetische Modifikation als zukünftige Erziehungsvariante. Ein ähnliches Analogiemodellargument kann hinsichtlich der genetischen Veränderung durch Modifikation erwähnt werden. Ein Prozess, der durch alle führenden deutschen Ethiker und Philosophen wie Sloterdijk und Habermas für moralisch verwerflich erachtet wird. Auch diese Einschätzung ist meiner Ansicht nach keine haltbare, da die traditionelle Erziehung und das genetische Enhancement durch Modifikation als strukturanaloge Prozesse gesehen werden sollten. Naturwissenschaftliche Untersuchungen haben mittlerweile deutlich gemacht, dass sowohl genetische als auch erzieherische Veränderungen sowohl reversibel als auch irreversibel sein können. Weshalb es sich bei beiden Prozessen um elterliche Entscheidungen handelt, die den eigenen Nachwuchs auf verschiedenartige Weise beeinflussen können. Die Erziehung ist übrigens die wohl am längsten etablierte und am weitesten verbreitete Enhancement-Technik. Auch die Impfung ist eine weithin akzeptierte Enhancement-Technik, die kaum von zu unterschätzender diesbezüglicher Bedeutung ist. Damit ist der Impfung im menschlichen Körper eine Eigenschaft hervorgebracht wird, die zuvor nicht vorhanden war. Die Erziehung ist in der Regel sogar eine gesetzlich verpflichtende Verbesserungstechnik. Die gesetzliche Verpflichtung zu einigen Impfungen hingegen wurde Anfang der 80er Jahre in Deutschland abgeschafft, ist jedoch in vielen anderen Ländern noch immer vorhanden, wie in den USA oder in Italien. Vielleicht sollte auch die Schulpflicht in Deutschland zu einer Bildungspflicht umgewandelt werden, wie sie in vielen anderen westlichen Ländern, etwa der USA, gegeben ist. Der fünfte Punkt, die negative Freiheit als eine zentrale Errungenschaft. Die hier angesprochenen Überlegungen und Forderungen beruhen auf der meiner Perspektive nach kaum zu unterschätzenden Einsicht, dass es sich bei der negativen Freiheit, also der Abwesenheit vom Zwang nach einer bestimmten Art und Konzeption des guten Lebens zu dürfen, um eine wunderbare und bejahenswerte Eigenschaft. Die Norm der negativen Freiheit stellt zwar keine letztbegründete Wahrheit dar, aber sie wurde während der Aufklärungsprozesse im Rahmen der auf zahlreichen Ebenen stattgefundenen Kämpfe errungen. Menschen unterschiedlicher sozialer Zugehörigkeit und verschiedener Disziplinen kämpften während der Aufklärung dafür, die Bevormundung durch Staat und Kirche einzugrenzen. Lange Zeit durften religiöse und politische Führer bestimmen, nach welcher Konzeption des Guten die Untergebenen zu leben hatten. Die negative Freiheit ermöglicht es jedem von uns, nach den eigenen Vorstellungen des Guten das eigene Leben konzipieren zu dürfen. Mensch, der sechste Punkt, die menschliche Selbstüberwindung und das gute Leben. Bei der Realisierung der eigenen Vorstellung des guten Lebens greifen Menschen auf die unterschiedlichsten Techniken zurück. Es kann davon ausgegangen werden, dass durch eine beständige Selbstüberwindung auch häufig die Qualität des eigenen Lebens gefördert wird. Diese Überlegung kann anhand folgender Analogie verdeutlicht werden. Als Kinder erleben wir häufig eine sorglose Zeit, wenn wir in einem behüteten Elternhaus groß werden. Unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere Intelligenz und unser Wissen sind zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht besonders weit entwickelt.
Als Erwachsene hingegen ist das Leben durch viel größere Sorgen, Ängste und Herausforderungen geprägt. Trotzdem würden viele Erwachsene nicht wieder Kind sein wollen, selbst wenn dies möglich sein sollte. Ihnen ist trotz der angesprochenen Schwierigkeiten bewusst, welche Fähigkeiten sie mittlerweile erlangt haben. Und sie fühlen sich gut dabei, diese zu besitzen. Kognitive Fähigkeiten, Intelligenz und Wissen sind Stärken, die von intrinsischer Bedeutung für viele Menschen sind. Genauso wie wir uns aber als Kind nicht haben vorstellen können, diese Eigenschaften zu besitzen, so können wir uns gegenwärtig nicht vorstellen, wie es sein wird, ein Posthumaner zu sein, der noch ganz andere Fähigkeiten besitzen wird, dessen Besitz wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Aufgrund der angesprochenen Analogie können wir aber durchaus davon ausgehen, dass es sich um einen erstrebenswerten Zustand handeln könnte und dürfte, ein Posthumaner zu sein. Der siebte Punkt, die radikale Pluralität des Guten. Es stellt sich jedoch die Frage, welche Eigenschaften tatsächlich die Qualität unseres Lebens fördern. Diesbezüglich sind sich Transhumanisten durchaus uneins. Ein Transhumanist wie Nick Bostrom, er ist an der unterrichtet an der Future of Humanities Institute von Oxford, er vertritt die Gültigkeit des Renaissance-Ideals, einer abgerundeten Persönlichkeit mit herausragenden körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Dann gibt es den Bioliberalen, den Transhumanisten nahestehenden Julian Savulescu, der auch an der Oxford University, dort leitet er das UHERO Center. Er vertritt ein Common-Sense-Ideal, das die Bedeutung der Gesundheitsspanne von kognitiven Fähigkeiten und der Intelligenz herausstellt. Ich hingegen gehe von einer radikalen Pluralität des Guten aus. Jeder Versuch einer nicht formalen Bestimmung des Guten erscheint mir zum Scheitern verurteilt zu sein, da die physiopsychologischen Anforderungen des Menschen sich zu stark voneinander unterscheiden. Als dass die Möglichkeit besteht, eine nicht formale, universal gültige Beschreibung des guten Lebens geben zu können. Jedoch nicht nur aufgrund von philosophischen Überlegungen plädiere ich für dieses Ideal, sondern auch aufgrund gesellschaftlicher. Selbst vor dem Hintergrund evolutionärer Überlegungen wissen wir nicht, welche Eigenschaften zukünftig in unserem Interesse sein können. Auch die Taubheit könnte unter bestimmten Voraussetzungen eine Eigenschaft sein, die für das Überleben der Menschheit notwendig sein könnte. Zum Beispiel, wenn der zukünftige technische Fortschritt bzw. die um uns vorhandenen Umweltprozesse über normale Lautstärken mit sich bringen sollten. Der achte Punkt. Die Korrelation von kognitiven und moralischen Entwicklungen. Hiermit möchte ich nicht sagen, dass kognitive Fähigkeiten nicht von besonderer Relevanz sind. Ich bin mir durchaus bewusst, dass diese von einer großen Vielzahl von Menschen wertgeschätzt werden. Es könnte sogar der Fall sein, dass mit der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten auch die Wahrscheinlichkeit der moralischen Weiterentwicklung einhergeht. Die Kulturgeschichte deutet durchaus auf eine Korrelation der Entwicklung der Moralität und kognitiver Fähigkeiten hin. Unsere technischen und kognitiven Fähigkeiten haben sich, insbesondere in den vergangenen 1000 Jahren, radikal geändert. Und gleiches gilt auf die Entwicklung der Moralität zu, die meiner Meinung nach unmittelbar mit den Normen Freiheit, Gleichheit und Solidarität verbunden sind und deren Relevanz eine weit verbreitete Akzeptanz sich erst in den vergangenen 100 Jahren durchgesetzt haben. Es gibt solide empirische Studien, die für eine moralische und eine kognitive Weiterentwicklung sprechen und die auch ein kausales Verhältnis zwischen diesen Entwicklungsprozessen darlegt. Eine Vielzahl von empirischen Beispielen, die auf einen moralischen Fortschritt hindeuten, hat der an Harvard-Universität unterrichtende Psychologe Steven Pinker in seiner Monographie The Better Angels of Our Nature zusammengestellt. Und diese zeigen in einer unglaublichen Datenfülle auf, dass wir uns eben wegorientieren von Gewalt dem anderen gegenüber und hin zu Altruismus und verstärkter Kooperation und dass dieser Prozess bereits seit Jahrtausenden andauert. Insbesondere auf die Empathie und die Vernunft geht er im Kontext dieser Prozesse auf detaillierte Weise ein. Und auch diese beiden Eigenschaften zählt er zu diesen Better Angels. Ebenso thematisiert er in diesem Zusammenhang gerade die Bedeutung und das Entstehen der Menschenrechte, der Bürgerrechte, der Frauenrechte, der Kinderrechte, der Gay Rights, der Animal Rights.
Die Frage nach der kognitiven Weiterentwicklung hat entgegen Flynn unter besonderer Berücksichtigung von empirischen Daten auf beeindruckende Weise untersucht. Er ist speziell auf standardisierte Intelligenztests eingegangen, um solide Daten zu haben, auf deren verlässliche Schlüsse gezogen werden können. Hierbei hat er festgestellt, dass die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich unsere kognitiven Fähigkeiten zumindest innerhalb des 20. Jahrhunderts deutlich verbessert haben. Diesen Prozess wurde als Flynn-Effekt beschrieben. Und Steven Pinker hat nun Flynns Untersuchung in seine eigene Forschung integriert und die Möglichkeit eines moralischen Flynn-Effekts thematisiert. Also auf der einen Seite, dass gerade damit einhergeht, dass wir verstärkt unsere Vernunft weiterentwickelt haben. Und eine zentrale Eigenschaft, die gerade mit der Vernunft einhergeht, ist, dass wir in der Lage sind, uns von unserer Individualität abzuheben. So die Vernunft ist eine Abstrahierungsfunktion. Und das ist ja auch gerade ein Kennzeichen davon für Moralität. Wir können von uns als Individuum absehen und können dann Altruismus, Empathie, also gerade die Berücksichtigung des anderen, ist ein Kennzeichen, das mit Moralität einhergeht. Und dass eine solche Kopplung von kognitiver und moralischer Entwicklung gegeben sein könnte, hat auch Kant in seiner Schrift Anthropologie in pragmatischer Hinsicht bereits erörtert. Seine Philosophie kann auch auf überzeugende Weise die Verbindung von moralischen und kognitiven Eigenschaften verdeutlichen, da beide Fähigkeiten bei ihm an die Vernunft gebunden sind. Wenn tatsächlich ein kausaler Konnex zwischen moralischen und kognitiven Entwicklung besteht und die gerade erwähnten Daten legen dieser Einsicht nahe, dann könnte durchaus eine Förderung von kognitiven Enhancements indirekt auch die Moralität verbessert werden. Diese Variante erscheint mir jedenfalls vielversprechender als das Konzept des direkten moralischen Bio-Enhancements, wie es von Ingmar Pearson und Julian Savulescu, also von Oxford und Göteborg-Universität, vorgeschlagen wurde. Deren Förderung ergab sich aus der Überlegung, dass vor der kognitiven Verbesserung erst einmal die Moralität verbessert werden müsse, um so das Risiko einer durch neuesten Technologien realisierten Auslöschung der Menschheit zu minimieren. Festzustellen ist in jedem Fall, dass die moralische Entwicklung der vergangenen Jahrhunderte eine aufgeklärte Kultur hat entstehen lassen, in der den Normen Freiheit, Gleichheit und Solidarität eine besonders exponierte Stellung zukommt. Der neunte Punkt. Ein neues Familienbild. Insbesondere die Norm der Freiheit erscheint mir diesbezüglich von besonderer Bedeutung. Diese fördert auch den Pluralisierungsprozess hinsichtlich verschiedener Konzepte, wie etwa des Konzepts der Familie. Im Februar dieses Jahres wurde es in Großbritannien gesetzlich erlaubt, Kinder mit drei biologischen Eltern biotechnisch zu realisieren. Um Mütter mit einem genetisch übertragbaren mitochondrialen Defekt biologisch eigene Kinder zu ermöglichen. Diese Möglichkeit ist gegenwärtig weltweit einmalig. Die Fragestellung der dreifachen biologischen Elternschaft ergab sich auf der Basis von erfolgreichen diesbezüglichen Versuchen mit Menschenaffen. Eine Möglichkeit der biotechnologischen Realisierbarkeit geht wie folgt vonstatten. Also zunächst wird hier eine Eizelle entkernt und in den Zellkern einer anderen Mutter eingefügt. Da auch im entkernten Zytoplasma der Eizelle Erbgut vorhanden sind, also noch Mitochondrien vorhanden sind, ergibt sich eine Eizelle mit dem Erbgut zweier Mütter, die schließlich befruchtet werden kann, sodass ein Kind mit drei biologischen Eltern entstehen könnte. Mir erscheint die Möglichkeit, eine bejahenswerte Technik zu sein, die nicht nur Müttern mit Gendefekten biologisch eigene Kinder ermöglichen kann, sondern ebenso eine Option für lesbische Paare darstellen könnte, biologisch eigene Kinder zu bekommen. Auch die Möglichkeit einer Familie, die aus zwei Frauen, einem Mann und deren biologisch eigenen Kind besteht, könnte sich auf diese Weise ergeben. Wenn die betroffenen Erwachsenen sich lieben und auf diese Weise als Familie zusammenleben wollen, dann erscheint mir dieser Wunsch durchaus legitim zu sein. Zumindest erscheint es mir für moralisch fragwürdig, wenn ein Staat diesen sich liebenden Menschen verbieten sollte, diese Verbundenheit als Familie zu leben. Es hat in diesem Fall auch die Möglichkeit einer Heirat
der drei biologischen Eltern eine Option darstellen sollte, sofern diese von den betroffenen drei Personen gewünscht wird. Der 10. Punkt. Eine weitere Fragestellung ergibt sich aus den Möglichkeiten der Hybridisierung des Menschen. Forschung in diesem Bereich geschieht bereits an mehreren Universitäten in Großbritannien. Die entstehenden Organismen müssen jedoch innerhalb von 2 Wochen wieder vernichtet werden. Stellt sich hierbei durchaus die Frage, welche moralischen Kriterien gegen eine Weiterentwicklung von den Mensch-Tier-Hybriden sprechen. Die Menschenwürde kann diesbezüglich nicht angeführt werden, da die Kategorie Mensch auf solche parahumane Wesen nicht angewendet werden kann. Die Möglichkeiten, die sich aus dieser Forschung ergeben könnten, sind zahlreiche. Eine Überlegung ist etwa die folgende. Holländische Forscher haben gezeigt, dass Zebrafische genetisch so verändert werden können, dass sie in der Lage sind, per Photosynthese Energie zu erzeugen, die als Teil ihrer Nahrung eingesetzt wird. Die Fische verfärben sich dabei leicht grünlich. Eine solche Veränderung bzw. eine Hybridisierung mit Pflanzen könnte auch für Menschen interessant sein, wenn wir das Problem der Bevölkerungsentwicklung und der begrenzten Ressourcen betrachten. Vielleicht sind die aus den Science-Fiction-Romanen bekannten kleinen grünen Menschen vom Mars sogar unsere Nachfahren. Ein weiteres Beispiel sind Arbeiten der Transhumanistin Martine Rossblatt, die auch die bestbezahlte weibliche Vorstandsvorsitzende der USA mal war. Ein Projekt, dem sie sich widmet, ist die genetische Veränderung von Schweinen. In ihrer eigenen Schweinefarm forscht sie in dem Bereich, um auf diese Weise in Zukunft Organe für Xenotransplantationen gewinnen zu können, also von den Schweinen dann auch hin zu den Menschen, die aber vorerst genetisch modifiziert werden, sodass das Risiko der Abstoßung minimiert wird. Ihre Motivation ist dabei stark an ein persönliches Schicksal gekoppelt. Ihre Tochter leidet nämlich an einer lebensbedrohlichen Lungenkrankheit und sie hofft, sie auf diese Weise einmal therapieren lassen zu können. Die Hirnschrittmacher für alle, der 11. Punkt. Die Grenzen unseres Menschseins werden jedoch auch durch die voranschreitende Cyborgisierung gesprengt. Und wir werden gleich wahrscheinlich auch noch wesentlich mehr davon zu hören. Deep Brain Stimulations, also die tiefe Hirnstimulation, ist diesbezüglich besonders erfolgreich in der Behandlung von Parkinson-Patienten und stark Depressiven. Insbesondere die Forschungsarbeiten des Ingenieurs Kevin Warwick zeigen das ungeheure Potenzial von Mensch-Maschine-Schnittstellen auf. Er hat es geschafft, Neuronen des Rattenhirns mit mechanischen Apparaturen zu verbinden, sodass diese sich eigenständig weiterentwickeln können, wodurch deren neuronale Vernetzung sich verstärkt. Auch wenn wir nicht gleich von der Möglichkeit des Mind-Uploading sprechen können, so sind die Möglichkeiten von Hirnschrittmachern kaum zu unterschätzen. Es ist also wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wenn Apple sein iBrain und Sony die BrainStation entwickeln werden. Der letzte Punkt sind die Meta-Humanities und die Frage nach der Erziehung in der Zukunft. Die verschiedenen hier angedeuteten Entwicklungen stellen uns nicht nur vor wichtige ethische und anthropologische Herausforderungen, sondern legen auch zentrale Revisionen moralischer Kriterien und ontologischer Einschätzungen nach, die insbesondere im Rahmen der Erziehung nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Eine zentrale Überlegung betrifft hierbei die Geisteswissenschaften. Die Geisteswissenschaften, im Englischen die Humanities, also die geistige Erziehung in einem weiten Sinne, sind seit ihrer Zeit ihrer Entwicklung durch Varro, Cicero und andere dualistisch geprägt, wie ich bereits am Anfang kurz angedeutet habe. Eine solche Anthropologie wird jedoch vor dem Hintergrund gegenwärtiger Überlegungen als höchst unplausibel. Zum Beispiel, wenn man beachtet die Epigenetik, die Embodied Theories of Mind. Sie sollte aus diesem Grund revidiert werden, sodass die Meta-Humanities oder die Leib-Geist-Wissenschaften entstehen können. Diese könnten hinsichtlich der Erziehung durch weitere neue Aspekte der elterlichen Erziehung unterstützt werden. Die folgenden 3 Punkte sind für die Erziehung der Zukunft von besonderer Bedeutung, wobei die ersten beiden Punkte für die elterliche Erziehung, der 3. Punkt für die psychophysiologische Schulung, für die Meta-Humanities eine zentrale Rolle spielen wird. Der 1. Punkt, den hatte ich schon bereits kurz erwähnt, das war
die Parallelität von genetischem Enhancement und Erziehung, dass es sich hierbei um strukturanaloge Prozesse handelt. Die traditionelle Erziehung könnte so durch eine von den Eltern in bestimmten Rahmen gesteuerte Erziehung der Gene, Modifikation der Gene unterstützt werden. Diesen Punkt hatte ich zuvor unter Paragraph 4 bereits erläutert. Der zweite Punkt, und nun komme ich auch auf die Big Data zu sprechen, ist die genetische Analyse als unterstützende Voraussetzung der zukünftigen Erziehungsprozesse. Um die Fähigkeiten des eigenen Nachwuchses besser zu erkennen und treffsicher zuzuordnen, könnte eine sorgfältige Genanalyse sowohl im erzieherischen Rahmen als auch hinsichtlich der Gesundheitsfürsorge von hohem Nutzen sein. Diese Überlegung birgt ein enormes Potenzial und beinhaltet Konsequenzen, die von kaum abschätzbarer Tragweite für unsere Lebenswelt sind. Zum Beispiel die Frage der Bioprivatheit, Organisation unseres Versicherungswesens, Voraussetzungen für Anstellungen. An dieser Stelle kann ich nur einzelne Punkte ansprechen, anhand derer die Brisanz und Relevanz dieses Themas angedeutet werden kann. Es gibt insbesondere in den USA, Irland und Island eine weit verbreitete Bereitschaft, die eigene DNA zur Verfügung zu stellen. Das liegt daran, zum Beispiel in den USA liegt es daran begründet, man will einfach erfahren, wo sind meine Wurzeln, wo komme ich her. Und anhand einer Genanalyse kann gesagt werden, naja, das sind Anteile aus Skandinavien, größere Teile aus in Italien vielleicht, und das ist für viele Leute von Interesse. Anhand einer großen Menge von Daten lassen sich aber jetzt Korrelationen zwischen dem Vorhandensein bestimmter Gene und andere Eigenschaften, Fähigkeiten, Krankheiten feststellen. Die Aussagen, die anhand von Genmaterial getroffen werden könnte, sind stets mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten verbunden, die es auf angemessene Weise zu verstehen gilt. Das eigene Interesse bzw. ein elterliches Interesse an solchen Informationen kann enorm sein. Da mit Hilfe der Daten die Möglichkeit besteht, auf angemessene Weise vorbeugend handeln zu können, Schwächen anzugehen, Gefahren abschätzen zu können, um auf bestmögliche Weise auf sie vorbereitet zu sein. Jedoch besteht auch ein enormes Interesse durch Krankenversicherer und potenzielle Arbeitgeber an diesen Daten. Hier kommt die Frage ins Spiel, von der zu erwarten ist, dass sie in den kommenden Jahren immer relevanter wird. Die Bioprivatheit. Wer hat Anrecht auf solche Informationen und wie wird ein Zuwiderhandeln sanktioniert? Hierbei ist zusätzlich zu beachten, dass nicht ausgeschlossen ist, dass genetische Informationen einem potenziellen Arbeitgeber zukommen, auch wenn man selbst nicht gewillt ist, diese Informationen zukommen zu lassen. In diesem Zusammenhang ist unter anderem auch zu berücksichtigen, dass man selbst mit dem eigenen Schwester oder dem eigenen Bruder einem Großteil der eigenen Gene teilt. Also auch dieser könnte zum Beispiel einem potenziellen Arbeitgeber das eigene Genmaterial zur Verfügung stellen, auch wenn man, und damit hat er genau diese, der zukünftige Arbeitgeber oder der Krankenversicherer, genau die Informationen, die er von einem selbst vielleicht nicht bekommen kann. Also die Herausforderungen gehen jedoch weit über diese Fragestellung hinaus. Ist der Krankenversicherer zu bestrafen, wenn er sich unerlaubt diese Informationen beschrifft, oder handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit? Könnte es nicht obligatorisch für alle Menschen werden, vom Geburt an biometrische Informationen an Krankenversicherer weiterzureichen? Wenn eine Genanalyse einmal vorhanden ist und digital gespeichert ist, ist sie dann nicht notwendigerweise bereits öffentlich, da alles Digitale in der heutigen Zeit vielleicht als öffentlich angesehen werden muss? Und es gibt vieles, was darauf deutet, dass das und diese Information ist alles eine verstärkte Verlagerung in digitale Information. Und alles, was digital ist, ist potenziell schon als öffentlich anzusehen. Also allein das Konzept der Privatheit muss wahrscheinlich komplett neu gedacht werden. Macht es einen Unterschied aber für den Abschluss von bestimmten Versicherungen, ob man bereits eine Genanalyse hat durchführen lassen oder ob dies nicht der Fall war? Interessant ist diesbezüglich der Paragraph 18 des Gendiagnostikgesetzes. Ich nehme kurz den Auszügen vor. Und hier wird nämlich deutlich, dass der Versicherer, das darf also vom Versicherten nicht erwarten, vor dem Abschluss der Versicherung nicht fordern eine genetische Untersuchung oder eine Genanalyse oder die Mitteilung von Ergebnissen oder Daten aus bereits vorgenommenen genetischen Untersuchungen. Aber, und das ist das Entscheidende, diese
allgemeine Sicherung der Informationen, die in den eigenen Erbanlagen drinsteht, wird bereits jetzt relativiert. Und hier wird gesagt, ja, wenn aber die Versicherung, also wenn im Fall einer Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder Pflegerentenversicherung, gilt dieser Satz 1 und 2 nicht, wenn eine Leistung von mehr als 300.000 Euro oder mehr als 30.000 Euro Jahresrente vereinbart wird. Das heißt ganz deutlich, wenn ich bereits eine Genanalyse habe durchführen lassen und eine solche für eine Versicherung, eine Versicherung abschließe, die für eine Versicherung hohes Risiko birgt, dann bin ich bereits jetzt verpflichtet, diese Daten weiterzuleiten. Also, dass jeder, der sich überlegt, eine Versicherung mit einer hohen Versicherungsleistung abzuschließen, der kann heutzutage gar nicht ernsthaft in Erwägung ziehen, eine Genanalyse durchführen zu lassen. Wie zuvor bereits angedeutet wurde, könnte es für den Einzelnen jedoch von enormer Relevanz sein, diese Informationen zu haben. Alleine diesen kurzen Überlegungen dürften bereits deutlich machen, dass Genanalysen im Zusammenhang mit dem Vorhandensein von Big Gene Data, also gerade je mehr Leute ihre Daten natürlich abgeben und diese gesammelt und werden, und desto verlässlicher und sicherer kann man natürlich feststellen, bestimmte Korrelationen zwischen Genen und Krankheiten. Und mit Big Gene Data wird diese Vorhersagewahrscheinlichkeit immer verlässlicher. Diese kurzen Andeutungen, wie diese Herausforderungen angegeben werden können, sind an dieser Stelle nicht möglich. Aber ich wollte darauf aufmerksam machen, dass Genanalysen von ungeheurer Relevanz sein werden und deren Bedeutung gegenwärtig noch kaum abgeschätzt werden kann und die Konsequenzen einfach für die Gegenwart. Zeit? Zustimmung. Okay. Wann machen wir eigentlich Fragen? Also ist dafür dann noch Zeit? Also wir hätten jetzt noch 5 bis 10 Minuten Sprechzeit. Und dann wird nochmal 10 Minuten Fragezeit bleiben. 5 bis 10 Minuten, ja, das passt ganz gut, alles klar. Der letzte Punkt von den 12 Punkten für die Erziehung der Zukunft, das waren jetzt 2 Punkte zur Zukunft der elterlichen Erziehung, jetzt die Revision für die Humanities zu den Meta-Humanities. Eine Berücksichtigung nicht dualistischer Einsichten im Unterricht, wie etwa der Auflösung der Gen-Umwelt-Unterscheidung in der Epigenetik, der Bioart, der evolutionären Erkenntnistheorie, Ästhetik, Ethik oder Ökonomie, Embodied Theories of Mind, neuen Spielarten von Spiritualität und Mystizismus, nicht-dualistische Konzeptionen von Rechten und Würde, revidierten Familienverhältnissen, immanenten Auffassungen des guten Lebens, Bedeutung für Kulturgeschichte, für Normen und Werte, nicht-anthropozentrische Ontologien und das Vermeiden um eine Bedeutung des Spezizismus. Dieser Vorschlag fordert nicht, dass dualistisches Denken aus dem Unterricht verbannt werden soll. Vielmehr betont er die Relevanz der Integration, der Inklusion des nicht-dualistischen Denkens im Unterricht und die Ergänzung der vorhandenen Curricula durch diese Dimension. Im Folgenden werde ich ein spezielles diesbezügliches Beispiel im Bereich der Mediengeschichte noch kurz genauer schildern. Anhand der Beispiele gerade der Geburt von nicht-dualistischen und dem Tod von nicht-dualistischen Medien kann man dieses Vorgehen, welche Relevanz Dualität und Nicht-Dualität hat, vielleicht ganz gut deutlich machen. Die Geburt des antiken Dramas hat im 16. Jahrhundert vor Christi stattgefunden und sie manifestiert die Entstehung der Dualismen, wie sie sich im medialen Bereich manifestiert hat. Hier kam es also, noch vor dem Prozess der Institutionalisierung sind entscheidende räumliche, dualistische Strukturierungsmaßnahmen etwa hinsichtlich der Theaterarchitektur aufgetreten. Vor der Institutionalisierung des Theaters fanden Gesänge im Rahmen von dionysischen Festspielen statt, wobei damals Sänger und Tänzer und Mitfeiernde räumlich nicht voneinander getrennt waren, sondern in einem gemeinsamen Pulk sangen, tranken und feierten. Durch die Institutionalisierung, natürlich eingebettet in so einen ganz graduellen Prozess, ist ein Theaterbau mit einer Bühne und einem Zuschauerraum entstanden, sodass sich eine rigide, dualistische Trennung zwischen Schauspielern und Publikum herausgebildet hat. Jedoch entstanden noch weitere Dualismen in diesem Kontext. Die Trennung also von Publikum und Schauspieler ist hier zu nennen, wobei der Zuschauer sich in einem
auf der Bühne zugerichteten und ansteigenden Halbkreis befanden, der jedoch klar von der Bühne abgetrennt war, sodass die Schauspieler ungestört ihren Aufgaben nachgehen konnten. Eine weitere Trennung zwischen dem Chor und dem Protagonisten eingeführt. Einerseits entstand ein Chor, dessen Aufgabe es war, zu singen und zu tanzen, andererseits gab es Schauspieler, die diese Rollentexte zu rezitieren hatten. Und diese Dualismen wurden durch die Architektur der antiken Theaters noch weiter verstärkt, die so strukturiert waren, dass eben diese Dualität, dass die Dualität zwischen dem Zuschauerraum und dem Raum, wo die Aufführungen stattfinden, noch ganz rigide auch durch diese Theaterbauten abgegrenzt wurden. Und das entstand insbesondere durch die Erschaffung des Dionysos-Theaters in Athen während des 6. Jahrhunderts vor Christi. Ein analoger Prozess der Entstehung von diesen kategorialen Dualitäten wie Leib und Seele hat eben auch in der Philosophie stattgefunden. Und das wurde immer stärker verfestigt, von Platon über die Stoiker bis hin zu Descartes und Kant. Das ist sozusagen in der ganzen westlichen Philosophiegeschichte ist diese Dualität ganz stark verhaftet. Erst jetzt in den vergangenen 200 Jahren, gerade mit dem Denken Nietzsches, Darwins, ist es zu einer Überwindung dieses dualistischen Denkens hin zu einer nicht-dualistischen Denken gekommen. Und diese Nicht-Dualität im Denken wurde auch gerade im Bereich der Medien hat sich eben manifestiert. Also es gibt scheint da so eine parallele Entwicklung im Bereich des Denkens zu geben, wie im Bereich der Mediengeschichte. Und anhand etwa des Beispiels, ich hatte vorhin schon den Kevin Warwick erwähnt, eine Arbeit von dem Kevin Warwick, der verdeutlicht genau diese Auflösung der Dualität. Seine Arbeiten zeigen nämlich die Deutlichkeit der Möglichkeiten der neuesten Technologien, bejahen die Entwicklung dieser Technologien und weisen auf ein nicht-dualistisches Menschenbild hin. Eine bekannte Innovation von ihm macht die verschiedenen Facetten seines Denkens deutlich. Mittels einer von ihm entwickelten Gehirn-Computer-Schnittstelle verband er während eines Aufenthalts an der Columbia University in New York seine Gedanken via Internet mit einem Computer in seinem Labor an der Universität von Reading, der wiederum an einen mechanischen Arm angeschlossen war. So mittels Gedanken schickte er nun Signale und Informationen dann über das Internet hin zu dem mechanischen Arm in der University of Reading und mit der dieser mechanische Arm letzten Endes zu dem Tisch hingesteuert wurde. Der Hand hat also den Tisch ergriffen und an den Fingerspitzen dieses mechanischen Arms haben sich Sensoren befunden. Diese Sensoren haben wahrgenommen, wie sich die Oberfläche des Tisches anfühlt. Diese Informationen wurden wiederum über das Internet zurück an das Gehirn, an das Bewusstsein von Kevin Warwick geschickt und er hat in Amerika sich befindlich bewusst wahrgenommen, wie sich die Oberfläche des Tisches in England anfühlt. Niemand vor ihm wagte ein solches Experiment und noch bevor es an Menschenaffen ausprobiert wurde, wagte er den Selbstversuch. Es bestand durchaus das Risiko, dass der Feedback-Mechanismus die Ordnung in seinem Gehirn hätte zerstören können. So konnte er jedoch die Möglichkeit dieser Art von Technologie aufzeigen und deutlich machen, dass die kategoriale Unterscheidung zwischen Geist und Körper und anorganischen und organischen Substanzen aufgeweicht werden sollen. Im Bereich der ganzen Medienarbeiten finden sich zahlreiche ganz hervorragende und wirklich beeindruckende Beispiele, bei denen sich eine Nicht-Dualität der Medien manifestieren kann. Das kann man anhand von Dale Herrigstedt, das ist jemand, ein Mediendesigner, der hat etwa die Arbeit im Minority Report geschaffen sehen. Das kann der Jaime del Val, das ist ein spanischer Künstler, der ein Metabody Project realisiert, ein tolles Video auf YouTube, Punch and the Cyborg, mal nach Punch and the Cyborg googeln und Sie finden eine ganz tolle Metaformance von ihm, die genau diese Nicht-Dualität in den Medien repräsentiert, aber auch ein deutscher Komponist, Sven Helbig, ich halte ihn für den wichtigsten lebenden deutschen Komponisten, auch ihn unbedingt mal nachschauen, auch in seinen Arbeiten manifestiert sich gerade diese Nicht-Dualität der Medien auf ganz prägnante Weise. Das hier angeführte Beispiel also für die Entstehung von Dualität und Nicht-Dualität innerhalb der Mediengeschichte skizziert die Relevanz eines speziellen Phänomens, das im Rahmen der Meta-Humanities unterrichtet werden sollte. Analoge Prozesse lassen sich in den unterschiedlichen lebensweltlich relevanten Themengebieten aufzeigen.
Hier sollte nur verdeutlicht werden, was es bedeuten kann, nicht dualistisches Denken im Unterricht zu berücksichtigen. Ich komme jetzt zu meiner kurzen Zusammenfassung. Aufgrund der diesen Überlegungen genannten 12 Pfeiler habe ich die von mir vertretene schwache nietzscheanische Variante des Transhumanismus kurz skizziert. Andere Transhumanisten vertreten oft wesentlich stärkere Konzepte des Transhumanismus, wobei insbesondere die Hoffnung auf das Mind-Uploading und die Superintelligenz besonders weit verbreitet sind. Häufig wird sogar von einer moralischen Pflicht gesprochen, die diesbezüglich die Anwendung bestimmter Techniken bestehen soll, zum Beispiel bei Julian Savulescu. Diesen Hoffnungen und Zielsetzungen stehe ich eher kritisch gegenüber, weshalb die von mir vertretene Wandte eine schwache Form des Transhumanismus darstellt. Die hier vorgeschlagenen Überlegungen sollten jedoch meiner Meinung nach in einer liberal-demokratischen, pluralistischen Gesellschaft unbedingt mit berücksichtigt und vielleicht auch rechtlich umgesetzt werden. In jedem Fall repräsentieren die angesprochenen Überlegungen und Entwicklungen einen Bruch mit lange vorherrschenden kulturellen Strukturen, mit verkrusteten christlichen Strukturen und kantischen Strukturen, die noch immer stark verankert sind, jedoch an Plausibilität enorm eingebüßt haben, woraus die Notwendigkeit entstanden ist, die neuen kulturellen Vorstellungen auch verstärkt institutionell anzuerkennen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Transhumanismus oder auch generell der neuesten Technologien thematisieren muss. Deswegen, also innerhalb der Transhumanisten kann man grundsätzlich auch unterscheiden, es gibt sozusagen eine libertäre Ausprägung und es gibt so eine sozialdemokratische Ausprägung. Die Libertären, die sind im Silicon Valley angesiedelt, also da ist eine ganz starke Bejahung der Freiheit gegeben. Und ich sehe, wenn sich eine solche Anschauung natürlich durchsetzen würde, dann sehe ich die ganz große Gefahr gegeben, eine Aufspaltung der Gesellschaft in mehrere Gruppen, in eine ganz hierarchische Gesellschaft, wie sie vielleicht sogar, wie sie in dem Film Gattaca auch geschildert wird und auf besondere Weise, dass also die sozial weniger gut gestellten auch nicht enhanced gar nicht mehr die Möglichkeit haben zu bestimmten Tätigkeiten. Ich glaube aber, das muss keine notwendige Konsequenz sein. Man kann dem begegnen. Eine Möglichkeit wäre einfach, zunächst einmal zu überlegen, ja, wo haben wir denn gegenwärtig bereits schon Enhancement-Techniken, die eingesetzt werden? Ich habe bereits erwähnt, ein treffendes Beispiel ist einfach das natürlich der Impfung. Und in vielen Ländern ist es ja immer noch heute verpflichtend. Hier ist es so in Deutschland,
dass wir seit Anfang der 80er Jahre eben nicht mehr verpflichtend ist. Aber jeder, der, also es handelt sich bei der Impfung zunächst einmal um eine klare Verbesserungstechnik. Das heißt, eine Eigenschaft, die wir zuvor nicht haben, immunbestimmten Krankheiten gegenüber zu werden, erhalten wir als eine zukünftige, als eine Eigenschaft. Mithilfe einer Biotechnologie. Wie ist es geregelt? Naja, es handelt sich bei der Impfung um eine verlässliche Technik und zweitens um eine Technik, die von vielen Personen nachgefragt wird. Das heißt, viele Menschen haben an dieser Technik Interesse und deswegen wurde es so geregelt, dass natürlich auch in der öffentlichen Krankenversicherung jeder auf bestimmte Formen der Impfung zurückgreifen kann. Es wird in jedem Fall bezahlt. Bei anderen Impfungen, bei spezielleren Impfungen gegen Hepatitis, da wird es nur bezahlt, wenn man vielleicht in ein betroffenes Land reist und wo eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gegeben ist. Aber Entschuldigung, nochmal genau zu dem Punkt, den mein Vorredner jetzt gefragt hat. Wir sprechen dann ja eigentlich schon davon, dass ein Großteil der Menschheit, also die nicht globale Mittelklasse, die globalen Unterschichten, da keinen Zugang hat. Das ist noch eine zweite Frage. Würde ich auch zu kommen, ist aber noch eine separate Frage. Gut, dann haben wir, und dann die spezielleren Impfungen, die müssten von einem persönlich getragen werden. Das wäre eine analoge Vorgehensweise, der jetzt innerhalb eines Nationalstaats zunächst einmal auch für jede erfolgreiche Enhancement-Technik, die auf verlässliche Weise realisiert werden kann und die von vielen Menschen für Interesse ist, könnte durchgeführt werden. Zum Beispiel, wenn man eine genetische Modifikation realisiert, mit der man eine durchschnittliche Lebensspanne um 10 bis 20 Jahre erhöhen könnte. Das wäre wahrscheinlich eine Technik, an der viele von uns Interesse hätten. Und dann sage ich, erstens, wenn das eine verlässliche Technik werden sollte, dann ist das etwas, was letzten Endes natürlich durch eine öffentliche Krankenversicherung bezahlt werden müsste. Wenn eine Technik etabliert ist, dann wird letztendlich eine Technik auch billiger, dass so etwas auch über die Krankenversicherung möglich ist. Speziellere Techniken müssten natürlich privat getragen werden. Eine zweite Überlegung, diejenigen, die als Erste eine neue Technik zurückgreifen können, das muss nicht notwendigerweise im Interesse dieser betroffenen Personen sein. Es kann sein, da sind die mittelfristigen, langfristigen Folgen noch nicht abzuschätzen, das kann auch richtig schief gehen. Also deswegen, der große Vorteil für die Reichen muss nicht notwendigerweise gegeben sein. Eine weitere Überlegung natürlich für die globale Gerechtigkeit ist auch so, wenn wir einmal eine bestimmte Technik haben, zum Beispiel Medikamente, die bei HIV-Positiven eingesetzt werden, dann ist das eine Technik, die zwar hier auch in der ersten Welt von großem Vorteil ist, aber natürlich können Generika werden entwickelt und die werden auch mittlerweile schon zu günstigeren Konditionen in der dritten Welt zugänglich gemacht. Das heißt nicht, dass Gesellschaft der globalen Gerechtigkeit damit eine Lösung findet, aber es ist für die betroffenen Personen in jedem Fall besser, wenn die Technik vorhanden ist, als wenn sie nicht vorhanden ist. Das zumindest als eine erste Überlegung und ein Ansatz hin zu den Fragen der Gerechtigkeit. Da war aber gerade noch eine zweite Frage, genau, die Frage nach den Eigenschaften, wonach enhanced werden sollte oder was, worin sozusagen das Ideal eines guten Lebens, womit das identifiziert wird, das ging in diese Richtung. Und hier habe ich auch gerade in meinem Vortrag aufmerksam gemacht, da gibt es natürlich auch gerade, das wird auch häufig mit dem Transhumanismus identifiziert, sozusagen das schöner, schneller, weiter, höher, traditionelle Ideale im kapitalistischen System, die dadurch, oder vielleicht auch im traditionellen Humanismus, die dadurch weiter verstärkt werden. Und ich habe, das ist durchaus so, dass auch im Transhumanismus Bostrom und Zabolescu vertreten solche Konzeptionen des guten Lebens. Ich habe aber gerade deutlich gemacht, nein, das ist kein angemessenes Konzept für Verbesserung. Man muss von einer radikalen Pluralität des Guten ausgehen. Das ist keine angemessene Beschreibung des guten Lebens, wie Sie vertreten. Sozusagen, das gute Leben ist ganz stark an die eigenen psychophysiologischen Anforderungen des Individuums gekoppelt. Ein Beispiel vielleicht dafür. Es gab in den USA einen Fall, ein lesbisches Paar,
die wollten ein lesbisches taubes Paar. Und sie haben aus ihrer eigenen betroffenen Perspektive gesagt, sie haben gesagt, Taubheit ist keine Behinderung, Taubheit ist eine Andersheit. Und sie wollen bewusst die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Sie haben außerdem noch, sie haben beide an einer Universität unterrichtet, es war eine Universität, an der fast ausschließlich Taube unterrichtet haben. Und sie sind davon ausgegangen, Taubheit ist keine Behinderung, ist eine Andersheit. Und wir wollen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass unser Kind auch taub ist. Und zwar mit Hilfe von biotechnologischen Möglichkeiten. In dem Fall wollten sie es durch eine Auswahl eines entsprechenden Spenders machen. Sie haben einen befreundeten Spender aus der tauben Community ausgewählt, der wiederum die Eizelle, mit dessen Spermium die Eizelle befruchtet werden sollte. In einem Bundesland, in einem State in den USA wurde es erstmal abgelehnt, in einem anderen Fall wurde das akzeptiert und wurde so durchgeführt. Und für viele ist es, wenn man zunächst einmal mit dem Fall konfrontiert wird, höre ich zumindest zunächst einmal, wie kann man das den Kindern antun? Das ist so die erste Reaktion. Wenn man aber einmal drüber nachdenkt, dann wird man wahrnehmen, zum einen, es wird hier auch niemandem etwas angetan. Es wird hier niemand bewusst taub gemacht, sondern es wird da entweder entsteht ein Kind A mit der Eigenschaft Taubheit oder es entsteht ein ganz anderes Kind B, das eben nicht zufälligerweise taub ist. Und wenn man tatsächlich anerkennt, dass Taubheit einfach eine Andersheit ist und keine Form der Behinderung, dann ist das eine legitime Wahl. Dann ist das eine legitime Wahl, mit der man auch erkennen kann, dass mit Hilfe der Biotechnologien nicht notwendigerweise traditionelle humanistische, kapitalistische Ideale gefördert werden müssen, sondern nein, mit Hilfe der Techniken kann auch gerade die Pluralität gefördert werden. Und das ist etwas, woran mir besonders sehr gelegen ist und worauf ich gerade aufmerksam machen möchte, dass eben diese Techniken, es ist jeweils auf die politische Regelung ankommt, wie die Techniken eingesetzt werden können. Und natürlich kann gerade die Pluralität dadurch florieren. Und das wäre eine Forderung, wie Sie von meinem Verständnis eben eine, dass es nicht möglich ist, eine inhaltliche Bestimmung oder eine nicht formale Bestimmung des Guten geben zu können, die aus meiner Stelle eine angemessene wäre. Also ich fand den Vortrag hervorragend. Ich stimme natürlich mit vielen nicht überein. Also diese Anerkennung von Differenz führt natürlich innerhalb der Produktionsverhältnisse dazu, dass sich bestimmte Differenzen, die ökonomischen, noch massiv verstärken. Da können wir aber jetzt erstmal, das wird bei jeder neuen Technologie sein, das war bei den Waffentechnologien, bei den Lebensmittelherstellungstechnologien immer so. Also das ist jetzt gar nicht so die Kritik darin, sondern ob es möglicherweise Dimensionen geben wird, das hattest du ja auch schon ein bisschen erwähnt, dass große Teile der Bevölkerung dann überhaupt nicht mehr mitziehen. Und so denn wir nicht alle große grüne Männchen werden, die Idee finde ich fantastisch, Photosynthese, also da träume ich schon seit Jahren von, kann es natürlich derartige Konflikte um Ressourcen geben, wo kein Mensch weiß. Und was ich aber jetzt sehr kurios finde, ist, der Ansatz der Tierrechtsbewegung würde dem Tier sozusagen anerkennen, dass Tiere über Technologien verfügen, die teilweise die menschlichen massiv übersteigen, dass es Subjekte sind, aber dann eben auch Rechtssubjekte, die aber auch Pflichten erfüllen müssen. Und das heißt, auf der einen Seite dürfen Tiere in der freien Wildbahn da nicht mehr töten, außer es gäbe ein Tierstrafrecht, was ja ein Problem wäre. Also wie kriegen wir dann Tiere kognitiv so weit oder kann es das Ziel sein, dass Tiere eben auch Pflichten haben? Und jetzt wieder mein Vorredner zustimmen, die Produktionsverhältnisse sind eben, Verhältnisse sind so, dass die globale Fleischindustrie ein großes Interesse daran haben wird, dass Hühner, Kühe, Fische und so weiter keine subjektiven Rechtspositionen sind, die sagen, ich weigere mich ermordet zu werden, weil das würde denen ja dann folgen. Und dann haben wir die ganzen Interessen, die sagen, nein, wir möchten natürlich weiterhin Milliarden von Tieren schlachten für menschlichen Konsum. Wichtiger Ansatz.
Hierbei darf natürlich nicht unberücksichtigt werden, dass vielleicht gerade das Tiereschlachten vor dem Hintergrund dieser Entwicklung vielleicht gar nicht mehr notwendig sein wird. Also ein Beispiel ist gerade, man hat es geschaffen, ein Fleisch für einen Hamburger herzustellen, über Stammzellformen, über biotechnologische Veränderungen von Stammzellen. Das Fleisch für diesen Hamburger hat letzten Endes, glaube ich, an die $200,000 gekostet. Es war also noch ein ziemlich teures Stück Fleisch, aber es wurde gezeigt, dass prinzipiell solches Fleisch hergestellt werden kann. Dieses kann hergestellt werden, das hat mehrere Vorteile. Es muss kein Tier dabei sterben. Dieses betroffene Fleisch wurde nicht vorher mit irgendwie Antibiotika behandelt. Möglicherweise für manche Vegetarier könnte auch solches Fleisch vielleicht sogar als eine Option darstellen. Die ganze Massentierhaltung wäre vor dem Hintergrund nicht mehr notwendig, was auch wieder von den tierrechtlichen Fragestellungen ein angemessener Ansatzpunkt wäre, wobei ja natürlich auch gerade Transhumanisten, haben Sie auch richtig schon nochmal herausgestellt, eben sehr daran gelegen ist, dass es eben zu einer, dass der Mensch nicht mehr diese alleinige Sonderstellung hat, dass eben gerade es eben zu einer graduellen Berücksichtigung und damit natürlich auch einer stärkeren Berücksichtigung von nichtmenschlichen Leben mit dabei eine ganz zentrale Rolle spielt, vielleicht sogar der Personenbegriff vielleicht auf Menschenaffen eben angewendet werden kann, was meines Ansichts nach durchaus eine relevante Überlegung ist. Aber auch die Frage, die dort behandelt wird, zum Beispiel Tiere, auch Tiere könnte man biotechnologisch mit bestimmten Eigenschaften verändern, dass sie vielleicht Sprachfähigkeit erlangt werden, damit so die Erfüllung von Rechtspflichten eine Möglichkeit darstellt. Da ist natürlich wiederum die Herausforderung, die hier gestellt wird. Okay, wenn wir Tiere auf diese Weise verändert werden, wäre das dann nicht, würden wir dann nicht wiederum menschliche, traditionell menschliche Standards von Perfektion an Tiere anlegen? Das ist wiederum eine andere Fragestellung. Ich sage nicht, dass ich damit natürlich die ganzen Antworten auf die Fragestellung habe, aber es wird deutlich, dass zumindest auch gerade vor dem Tierschutzgesichtspunkt denkt, ist das eine Entwicklung ist, gerade was die Massentierhaltung ist, die nicht unbedingt die eine wesentliche Verbesserung zum gegenwärtigen Zustand ist. Wieso denken wir nur an Hühner zuerst, an Kühe, warum kann die Delfine vielleicht? Ja, ein anderes Beispiel, ja. Die meinen auch ganz schön geil. Ja, klar. Aber das ist schlecht. Ganz klar, ja. Zu Recht. Ja, natürlich. Also, weil sie können ja sprechen, nur wir können sie nicht verstehen. Also ich glaube, die Technologie würde eher dahin gehen, dass Menschlinge, sage ich jetzt mal, in der Lage sind, die Kommunikation der anderen zu verstehen. Das versuchen wir jetzt mit genau. Der Forschung von der Tiersprache. Wir müssen leider zunächst, das heißt leider, also die Diskussion ist spannend, wir sind ja auch teilweise schon jetzt in die Thematik der Flussdiskussion reingekommen. Thema Behinderung und Transhumanismus.